Wenn die Pheromone in unserem Körper vor lauter Verliebtheit Samba tanzen, liegt unsere Vernunft gefesselt und geknebelt am Boden. Und wenn sie dann doch ein paar mahnende Worte loswerden kann, müssen diese erst einmal durch ihren rosaroten Filter und siehe da, unser Wunschdenken wird bestätigt. Okay, aber das stimmt. Liebe entschuldigt alles. Ich wusste gar nicht, dass du auch Love Burns-Fan bist. Die Seite war noch offen. Ihr habt mir doch von diesem Kommentar erzählt, der über dich und Olli da drin war. Und nach diesem Zeitungsartikel, den wollte ich mir dann mal anschauen. Der Verfasser hier, der hat's auf jeden Fall drauf. Selbst wenn unser Bauchgefühl Alarm schlägt, tanzen unsere Liebeshormone auch das nieder. Und das führt am Ende dazu, dass wir uns in jemanden verlieben können, der es gar nicht wert ist. Und dies nicht einmal merken. Jetzt wird's aber zynisch, ja? Unser Blogger wohl nicht so gut drauf. Im Gegenteil. Je mehr Rückschläge wir einstecken müssen, desto verbissener bleiben wir dran. Auch wenn wir das vor unseren Freunden nie zugeben würden. Und schon gar nicht vor uns selbst. Ja, genau. Aufgeben ist eben nicht. Das ist in der Liebe wie beim Boxen. Wenn du dann nämlich verlierst, dann weißt du wenigstens, dass du alles gegeben hast. Ja, da ist was dran. Und was machst du jetzt? Frag mich was Leichteres. Kann ja kein Mensch ahnen, dass sich Rebecca in mich verliebt. Also, Gregor, das stimmt ja wohl nicht. Genau das hast du mehr als nur einmal vermutet. Zuletzt vor ein paar Tagen. Ja, mag sein, aber sie hat es ja auch beharrlich geleugnet. Meinte immer, sie will nur eine Affäre haben. Hätte keine Zeit für mich und so. Was? Ja, was soll sie denn auch sonst sagen? Du lässt doch immer ganz klar raushängen, dass du Mr. Unverbindlich bist. Ja, und hätte Olivia sie nicht unter Druck gesetzt, dann würde sie das immer noch behaupten. Und du? Du würdest es natürlich glauben. Ist ja auch viel bequemer. Ja. Ja, vielleicht wollte ich es ja nur glauben und hab die Zeichen nicht erkannt. Liebes Tagebuch, mein Bruder hat heute einen Fehler zugegeben. Den wievielten haben wir heute? Das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Wirklich witzig. Schreib mal lieber auf, was ich jetzt machen soll. Ja, Gregor, entscheide dich. Hopp oder top. Wahrscheinlich muss ich einfach einen klaren Schnitt machen. Auch wenn es irgendwie schade wäre um die Frau. Hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit jemandem. Also jetzt nicht nur, was die sexuellen Aktivitäten angeht. Nein, nein. Sie ist intelligent. Attraktiv und super heiß. Ja, auch das noch. Ich bedenke, wie das war, als sie da vor meiner Tür stand. Schade, dass ich kein Aufnahmegerät dabei habe. Dann würde ich dir mal vorspielen, wie du hier rumschwärmst. Man könnte ja fast glauben, du wärst selbst verknallt. Ja, ich mag Rebecca gern. Und ja, ich finde sie toll. Aber nein, verliebt bin ich nicht. Gregor, wie auch immer. Ich finde einfach, ihr seid ein gutes Paar. Das Paar des Jahrhunderts sind zwar Christian und ich, aber ihr könntet uns durchaus Konkurrenz machen. Aber wisst ihr, ich glaube, dieses Beziehungsding, das ist einfach nichts für mich. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ja. Gregor, ich kann ja verstehen, dass du Angst davor hast, nochmal so eine Enttäuschung wie mit Sarah zu erleben, aber du musst nach vorne sehen, sonst verpasst du noch was. Ja. Hör auf ihn, das bringt nichts, sich selbst im Weg zu stehen, das weiß dein kleiner Bruder hier selbst am besten. Hm?